schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin gerade am Raussuchen von den Teilnehmern. Ich fühle mich wirklich beobachtet bei der Arbeit. Wie gesagt, ich ziehe meinen Hut. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist echt noch ein bisschen dunkel. Die Sonne geht gerade auf. Jetzt will ich als erstes noch ein bisschen Mist in meine Kiste machen, in meine Heckbox, und das Ganze fahren wir dann zusammen aufs Feld. Das wird als Bio-Fest-Mist-Dünger verwendet. Ich melde mich wieder, wenn ich am Fahren bin. Das tut gut nach einer Woche. Nur Büroarbeit ist das hier der richtige Ausgleich am Samstagmorgen. Schön Schubkarren hin und her fahren, mit Mist vollladen und in die blaue Box kippen. Aber ihr kennt das ja, gab es ja schon mal in einem Video. So sollte das dann hinterher aussehen. Jetzt muss ich noch vor der Box ein bisschen kehren. Und dann ist das wieder wie neu. Die zwei kleinen Boxen von den Pferden. Von den zwei kleinsten Pferden kommen auch noch dran. Hallo Lola. Ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich wirklich beobachtet bei der Arbeit. So Leute, da ist der schöne Haufen. Biomist, alles Festmist, das wird hier verteilt. Und hier kommen nächstes Jahr unsere Kartoffeln hin und Kürbisse. Deswegen, da muss jetzt richtig Mist drauf geballert werden und dann wird das hoffentlich gut, die Ernte nächstes Jahr. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Blaue Kiste kurz abgehangen, Mulcher angehangen. Jetzt sind wir auf dem Weg in einen anderen Ortsteil. Und da wollen wir ein bisschen mulchen. Bestes Wetter dazu, strahlenblauer Himmel. Trocken ist es, es soll erst heute Nachmittag regnen. Die Wiesen haben eine ganze Woche Sonne abbekommen. Und es ist, jetzt sage ich mal, nicht mehr so nass. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, erstmal die Wiesen weiter weg zu mulchen. Und dann mal gucken, wie es nächste Woche wird, dass wir nächste Woche nochmal unsere Wiesen hier, die einen, zwei habe ich ja schon gemulcht, das habt ihr schon gesehen. Aber ich habe noch eine große Wiese, die ich mulchen muss. Die ist auch ziemlich rabiat am Ende, da kümmern wir uns dieses Jahr so ein bisschen drum. Da stehen unsere Pferde bei, das ist so eine Bekannte, die netterweise auch uns den Mulcher geliehen hat. Und das Schöne daran ist, dass man sich gegenseitig auf jeden Fall hilft und dass man dadurch einfach dann sagen kann, pass auf, ich mulch hier und dann passt das schon. Und dadurch haben wir unsere Pferdchen ein bisschen länger fressen nächstes Jahr auch wieder. Und wer weiß, wie es nächstes Jahr wird. Dieses Jahr war es gute Ernte, gutes Gras, das ist nachgewachsen. Haben unsere Pferde gar nicht geschafft, das alles abzufressen. Aber ja, ein Jahr davor sah das Ganze ganz anders aus. Und deswegen ist ja schön, wenn man sich gegenseitig so helfen kann. So Leute, ihr hört, wir sind am Mulchen, die Keilriemen sind mal wieder ein bisschen, das Gras ist so extrem lang, überall. Dann noch ein bisschen nass unten drin, da hat der Mulcher schon ganz schön mit zu kämpfen.
natürlich nicht, der hat genug Leistung. Da habe ich keine Probleme. Ganz da hinten seht ihr den neuen mit meinem alten Grashäcksler dran. Das heißt, wir mulchen jetzt im Doppelpack. Schönes Bild, schönes Wetter, schönes Bild, so wenn es weitergeht. Wunderschönes alter Haken. Sörewald, muss man ja fast sagen. Hier kommt übrigens mein Vater her, der ist hier geboren. Also, man sieht, ich habe überall Verbindung in ganz Sörewald. Jo, wen es interessiert, ich fahre jetzt in der gleichen Gruppe im dritten Gang mit 2500 Umdrehungen. Da mache ich zusammen ein bisschen über 540 Umdrehungen. Und das geht eigentlich ganz gut, damit kann man ganz gut das Wind rupfen hier. Denke ich mal. So, jetzt noch eine zweite Wiese und dann neigt sich das Mulchen langsam dem Ende. Eine große Wiese noch im Wellerode, aber das wird diese Woche nichts. Wir haben nämlich heute noch einen kleinen Plan, ein bisschen Kartoffeln zu sortieren, den letzten Anhänger absortieren, absacken. Und absortieren und absacken, damit wir da mal einen Schlussstrich drunter kriegen, damit wir alles im Berghaus eingetütet haben. Ja, da oben ist der Kumpel noch am Ehen. Da oben ist der Kumpel noch am Mulchen, den Rest. Wir haben jetzt schon mal hier die zweite Wiese angefangen. Und dann sind wir aber auch gleich durch mit dem Gram hier, denke ich. Ich lasse euch jetzt noch mal ein bisschen mitfahren. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, das wird gut. Das heißt, wir haben jetzt hier angefangen.
bisschen mehr so viel Kinder da.
Kapelle hinten muss, der Schutz muss nochmal richtig gemacht werden. Wie gesagt, das ist qualitativ nicht billig, was ich mir da bestellt habe. Also nicht recht billig, sondern richtig billig. Naja, es ist halt ein Hobby. Wir machen das Ganze Spaß an der Freude. Wenn ich damit Geld verdienen müsste, glaube das wäre nicht mehr, würde nichts geben. Deswegen Respekt, absoluten Respekt an alle, die das hauptberuflich machen. Irgendwas in der Landwirtschaft, da muss man schon richtige Eier haben und richtig Bock drauf haben. Bock habe ich da drauf, so richtig. So richtig, aber ja, wie gesagt, wenn ihr das machen musst, um dein Leben zu behalten und finanzieren, dann Hut ab und Respekt. Grüße gehen raus an alle, die das machen. Ich würde ja mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn noch einer Seite das aufabtig macht. Aufabtig, genau. Wenn der aufabtig sein Geld mit der Stadt, nein, mit der Streit. Mit diesem wunderschönen Beruf verdient. Wie gesagt, ich ziehe meinen Hut. Da wird schon ins Spiel geholt. Junge. Der ist auch gerade in den letzten Zügen. Ich denke, wenn man der fährt noch hier mal hin und her, dann ist er fertig und dann müsste ich hier unten eigentlich auch fertig sein mit der Wiese. Könnte ja noch ein bisschen leiser, aber leider ist im Moment noch ein bisschen laut. Ich habe ein kleines technisches Problem mit meinem Frontscheibenrahmen. Es gab mal so eine Aufgabe, ein Frontlagerarbeit mit der Scheibe geschlossen halten. Ja? Das hat sich jetzt hier oben eingebrannt. Aber es wird Zeit für eine neue GoPro. Erst Fehler SD-Karte, jetzt Akku schwach. Ich sag schon mal Tschüss. Ich hoffe, dass aus irgendwas was geworden ist aus diesen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.